Hi Leute, hier ist wieder euer Dennis Elektronik. Heute zeige ich euch einmal, dass man diesen Kühlschrankkompressor hier als Vakuumpumpe benutzen kann. So, zuerst habe ich diese Flasche mit diesem Deckel hier, fällt ihr sehen, wo ich extra präpariert habe, mit diesem Schlauch, der führt zur Ansaugseite. Und hier wieder zu meiner Düse. Da wo der Schlüssel hängt, habe ich ist eine Schraube. Da tue ich immer das Öl rein. Und wenn ich jetzt die nicht drauf hätte, hätte das Ganze nicht funktionieren, weil nämlich das Loch hier, das saugt nämlich auch Luft. Aber das könnte ich ja mal in einem anderen Video zeigen. So, jetzt machen wir den erstmal an und ich zeige das euch. So, hier ist die Flasche. Jetzt drücken wir mal drauf. Erst müssen wir diese Düse aufmachen, was sonst platzt der Schlauch für die Druckluft. Das machen wir mal an. So. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. So, jetzt kann ich. Jetzt ziehen wir mal das Kabel hier raus. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft drin. Jetzt können wir an der Düse den Schlauch an der Düse befestigen. So, jetzt machen wir ihn mal an. Und fertig. Jetzt ist sie wieder ganz normal aufgepustet. Also ein Kühlschrankkompressor kann man auch als Vakuumpumpe benutzen. Aber da bleibt immer noch das Problem mit dem Druckgefäß. Hat sich auch noch nicht gelöst. Wie immer habt ihr wieder welche Tipps dafür, wie ich an Druckgefäße drankomme. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Dennis Elektronik.